Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Alundra. Wir sind gerade im Berg von Torla, also tatsächlich direkt im Berg. Und das sieht ja schon mal hervorragend aus. Ich nehme an, ich muss die alle anzünden. Und ich nehme an, da die so seltsam stehen, muss ich das in einer bestimmten Zeit machen. Au. Das ist doch bestimmt richtig, oder? Au. Nächstes muss ich nicht alles anzünden, ohne auf den Boden zu kommen. Das ist schon mal gut. Komme ich jetzt auch da hoch? Weil jetzt muss ich es bestimmt wieder löschen, oder? Muss doch jetzt bestimmt alle wieder ausmachen, oder? Au. Ist nicht so schlimm, dass wir so viel Schaden kriegen, weil ich habe ja gleich noch meinen Heilzauber. Wie zum Beispiel jetzt. Ah, ich hätte sogar noch ein bisschen tanken können. Naja. Egal, wir haben auch noch dann genug zum Heilen, also kein Problem. Außerdem gehe ich mal davon aus, dass wir gleich wieder zurück zum Savepoint kommen und dann kann ich uns nochmal voll heilen. Wir haben das Rätsel gelöst. War auch nicht so schwer. Zugegebenermaßen. Vogel! 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 Mist, nein, bleib da! Ich will dich umbringen, damit ich weiß, ob was spawnt oder nicht. Ich wusste, es passiert irgendwas. Wahrscheinlich fährt der Fahrstuhl jetzt weg. Muss ich da jetzt rein? Jo. Wasser. Ich finde übrigens auch die roten Partikeleffekte auf dem Bildschirm cool. Macht das Ganze noch ein bisschen wärmer. Also als würden wir wirklich in einem Vulkan sein. Besonders gut zu erkennen in dem Wasser. Oder geht's noch hoch? Hey, zack, zack. Oder was? Nope. So. Und ich war drauf. Ich dachte, ich wäre runtergefallen. So und so. Und dann so und hier. Und jawohl. So, ist hier irgendwas drin, das ich brauchen kann? Natürlich nicht. Jetzt hier schnell auf die Plattform, weil die jetzt wahrscheinlich uns rüber auf die andere Ebene bringt. Da juckt mir gerade das Hirn. Und schön. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir doch bestimmt bei dem Stein. Ach ne, jetzt sind wir wieder hier. Ein Schlüssel. Oder was? Ah. Lass mich raten, mit dem kann ich jetzt auf der Lava laufen und dann kann ich auch mich um den Stein kümmern, ohne dass ich die ganze Zeit verglühe. Stirb. Ja. Schön. Das ist so cool. Ich mag das Spiel. Das Spiel ist schön. Das Spiel ist super. Ich finde es schade, dass es keine wirkliche Nachfolge von diesem Spiel gibt. Ich meine, es gibt noch Alundra 2, das ist aber komplett anders, ist übertrieben, aber es ist definitiv anders. Es ist nicht so düster. Es hat nicht diesen Zelda-Charme irgendwie. Sie haben es halt versucht, ein bisschen zu individualisieren und haben damit den ganzen Charme kaputt gemacht, finde ich. Ich liebe Alundra 2, also zumindest habe ich es als Kind geliebt. Ich habe es viel gespielt als Kind, ich habe es auch nie durchgespielt. Also da weiß ich tatsächlich nicht, wie es ausgeht. Deswegen bin ich schon gespannt, wie es da weitergeht. Aber mein Problem ist halt, in Zelda hast du immer dieses gleiche Schema. Du hast zwar auch diese etwas fröhlicheren. Oh Gott. Oh mein Gott, macht die viel Schaden. Jesus! Okay. Diese etwas knuffigeren Zeldas, wie zum Beispiel Zelda, Comicbuch Zelda, wie heißt das? Wind Waker. Aber auch da spürst du den Zelda-Charme, der vom Dungeon erkunden und vom Herzen finden und so weiter, auch wenn ich es nicht gespielt habe, aber ich habe genug gesehen. Ah! Und hier ist halt so, du hast den ersten Teil, der ist super gut, der zweite ist noch ganz okay und danach ist das Franchise gestorben. Und diese Phönixe machen es auch viel Damage. Bleib stehen! Jetzt. Das macht mich so wütend! Stimmt, ich darf jetzt auf die Lava. Aha! Über einen Stein. Steinhart wie ein Drogger. Steinhart wie ein Schogger.
Oder Chopper? Chopper? Shogger? Ich weiß es nicht. Okay. Einen weiteren Raum sicher betreten. So, die Lava macht mir jetzt nichts mehr. Jetzt kann ich einfach hier hoch. Oh ja. Jetzt kann ich mich einfach umgucken. Jetzt ist der Dungeon plötzlich gar nicht mehr so bedrohlich. Was ist hier? Warum gibt es diesen Bereich? Weil ich hier auch nochmal durch kann? Okay. Okay. Ich will die Schildkröten auf jeden Fall tot sehen. Ich bin Eismagier! Oh mein Gott, das ist, glaube ich, ein richtig langes Rätsel. Ich glaube, ich muss genau die richtigen Dinger aktivieren. Oder ich muss alle aktivieren. Oh mein Gott. Kann ich hier durch noch? Ja, ne? Da unten. Ich bringe erstmal alles um. Guck mich um. Erstmal den Weg freiräumen und mich umgucken und dann kann ich immer noch entscheiden, wo ich lang gehe. Vor allem, wo ich dann im Endeffekt lang muss. Ich muss ja irgendwo... Irgendwas muss ich hier mit den Fackeln erreichen. Ich will ja irgendwie... Ja, das ist mein Ziel. Ich möchte dieses Tor öffnen. Ich bin so froh, dass wir dieses Heilbuch haben und dass wir einen zweiten Mana-Kristall haben. Ist ein Tor offen? Okay, wir probieren mal was aus. Zack. Irgendwo ist ein Tor zugegangen. Heilst du mich? Bitte gib uns den süßen Wein der Flammen, fülle unseren 7 Gläser und empfange unseren Segen. 2. Ach, hier ist jetzt zu. Okay. Dann laufe ich nochmal außen rum. Ich habe 7. Habe ich 7 gesehen? Das ist an. Ich finde es gut, dass man sieht, dass sie an sind. Außer auch am Fuß. Auch am Fuß sieht, dass sie an sind. Komm ich da hin? Ah, dadurch. Das heißt, ich muss hier nochmal löschen. Darf ich mal durch? Danke. Ich müsste mal ganz schnell das hier ausschalten. Und dann gehen wir hier durch. Und. Das machen wir, glaube ich, am Schluss. Hier geht's gar nicht lang. Scheiße. Lass mich raten. Ja, da macht das. Da. Ich muss die eigentlich rückwärts zumachen, ne? Was ist das denn? Für diese Prüfung ist es noch zu früh, Erlöser. Komme zurück, nachdem du einen Segen von oben bekommen hast. Okay. Rätselrecycling oder was? Jetzt habe ich mich ausgesperrt. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil ich ja genau dahin hin wollte, ja. Okay, so, dann das hier zumachen. Das ist 3 oder 4? 3, glaube ich, ne? Hier nach oben. Hier war auch eine, oder? Ja. Das mache ich aber zu. Das sollte aber, glaube ich, nicht so schlimm. Doch. Das ist nicht gut. Okay, die... Wenn ich die zumache... Ja, die mache ich zu und dann gehe ich zurück zum Anfang, wo die Statue ist. Weil wenn ich die aufmache, die linke... Also ich muss jetzt erstmal beides auftauen. Moment. Ich zeige euch, was ich meine. Ich nehme den Eisstab, taue das hier auf. Dann nehme ich mal dieses scheiß Krokodil vor allem, die Schildkröte weg. Taue das hier auch nochmal auf. So. Dann zünde ich das hier an, weil ja dann das linke Tor offen ist. Zünde das hier an, gehe hier rüber. Und jetzt kann ich das hier anzünden. Ach, nee. Wahrscheinlich nicht. Ich lasse das mal noch offen. Ich lasse das mal noch offen und gehe dann erstmal durch. Weil wenn ich jetzt hier das zumache, dann komme ich nicht mehr zurück. Das ist schlecht. Ich muss jetzt also das hier zumachen. Und dann ist hier unten zu und ich muss nochmal außenrum. Es ist eine Prüfung der Geduld, meine Kinder. Eine Prüfung der Geduld. Eventuell mache ich es auch falsch und deswegen dauert es ewig, aber... Wenn ich das richtig gesehen habe... Ach nee, ich komme jetzt nicht mehr zurück.
so eine Kacke. Ich muss die Hälfte machen, ne? Ach man. Okay. Das muss offen bleiben. Ich muss Hälfte machen. So, hier komme ich noch raus. Ja, hier komme ich raus. Das heißt, ich kann hier zumachen. Ist doch korrekt, oder? Nee. Und da komme ich jetzt auch nicht mehr hin. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ich glaube, ich habe es verkackt. Ich komme ja hier nur raus, wenn ich die letzte Fackel offen lasse. Letzte Tür offen lasse. Ich resette mal den Raum. Ich glaube, ich hab's. Aber an die eine Fackel komme ich nicht ran, deswegen muss ich den Raum resetten. Dann müsste es funktionieren. Wo war denn der Ausgang? Hier, ne? Ja. Okay, das heißt, ich gehe... Ist eigentlich egal, wo ich lang gehe. Ich gehe jetzt hier lang und kontrolliere nochmal. Wenn ich die Fackel hier zumache, geht das linke Tor zu. Wenn ich die Fackel da oben zumache, geht das Tor zu, wo ich gerade durch bin. Das muss ich am Schluss machen. So. Jetzt mache ich... das Tor zu. Ach, das geht ja auch nicht. Ah doch, natürlich. Naja. Genau. Jetzt mache ich hier zu. Dass man hier nicht mehr raufkommt, ist auch irgendwie doof. Ne? Und jetzt mache ich hier die zwei zu. Ja, weil jetzt könnte ich noch nach links, wenn ich jetzt hier zumache. Und nicht mehr nach links, das ist aber nicht so schlimm, weil ich ja da schon alles fertig habe. Und ich mache hier zu, sind wir bei 4. Wenn ich richtig gezählt habe. 1, 2, 3, 4 müsste passen. Mal ein bisschen sprinten hier. Auch wenn ich nicht weiß, ob es das wirklich schneller macht oder nicht, aber sehr wurscht. Kann ich hier zu machen. Kann hier hochhüppeln. Kann hier zu machen. Ist hier noch was? Nee, ne? Nein! Ach nee, dann komme ich auch nicht richtig raus, ne? Ah doch, müsste jetzt passen, oder? Ich habe nicht alle! Ich habe eine vergessen! Hä? Welche habe ich denn vergessen? Ich hätte mitzählen sollen, Mist! Mach mal hier wieder auf! 2? Ja, was waren noch 7? Ich mach nochmal auf. Moment. Ich reset nochmal den Raum. Es waren noch 7 Flammen. Wieso kann ich denn... Hä? Dann müsste sich doch das Tor öffnen, oder nicht? Bitte gib uns den süßen Wein der Flammen, fülle unsere 7 Gläser und empfange unseren Segen. 1, 2. 3. Hier ist die 3. Die Tür ist versiegelt. Ja, deswegen dachte ich ja, die geht dann auf. Oder muss ich hier am Schluss bleiben? Das kann ich auch mal probieren. Scheiß Schildkröten, ja. Okay, wenn ich hier bleiben will, dann muss ich... Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass das richtig ist. Aber na gut, ich probier's mal. Es kann sich nur um Stunden handeln. Da muss ich noch eine extra Runde drehen, das ist ja doof. Muss ich da jetzt rein und das Ding deaktivieren? Und, da gehe ich gar nicht hoch. So. Die
Die lassen wir noch aus. Die lassen wir noch aus. Boah, ich könnte schon mal. Die kann ich schon mal machen, weil ich muss ja dann, kann ja dann rechts immer noch rein. Die bleibt so, wie sie ist. So, hier ist das Siegel. Darf ich mal? Danke. Schildkröte halbiert mit dem Gitter. Ach nee, das wäre ja auch Käse, ne? Ich muss ja hier das Ding anlassen. Auslassen. Mann! Und jetzt kann ich hier. Und dann au, voll am Tisch mich stoßen. Dann hier die Fackel anmachen und. Naja, ihr beschützt das Ding, ich hab schon verstanden. Und die Fackel anmachen. Und hier die Fackel anmachen. Jetzt sind alle Tore zu. Du hast den Segen der Göttinnen bekommen. Es ist Zeit, das Siegel zu entfernen. Begib dich zur Kammer im Hintergrund und stelle dich deinem Schicksal. Ach so. Ich dachte, wenn ich alle 7 Fackeln aktiviere, dann geht das Tor hier direkt auf. Das ist ja merkwürdig. Hat das Rätsel auch nicht irgendwie schwer gemacht, sondern nur verwirrender. Na gut. Ich glaube, die kriegen mehr Schaden von Eis als von Feuer. Was macht, was auch Sinn macht. Mein Geld ist einfach despawned, okay. Meine Monete. Wo ist mein Eisstöcker? Ah! Naja, komm, dann brenn du mal da hinten. Ich schau mal, was es hier so gibt. Nichts. Nichts. Und ein wenig viel. So, das ist nicht viel, war das jetzt 10 HP? Stirb. 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 Dann hier Feufeu. Mach ich mal alles weg. Kann nur richtig sein. Jetzt brauche ich die Säulen hier, richtig? Scheint zumindest so. Gut, wie kriege ich die jetzt hier rüber? Ach so. Ja, so, wa? Jo. Das war jetzt nicht so schwer. Ja, komm. Das ist nicht die richtige Waffe. Jetzt habe ich den Phönix angezündet, das ist auch gut. Bringt uns halt allen nichts. Mach's kaputt! Also ich muss auch nur einmal drauf springen, den Rest des Sprungs macht er dann. Also hüpft dann immer wieder drauf, automatisch. Ah! Phönix! Oh mein Gott, der hängt sich aber an mich ran. Komm her. Der lockt mich gerade einfach in die Todesfalle, das gibt's nicht. Er ist schlauer als ich. Hab ihn! Hab beide! Gut, die sind alle deaktiviert, jetzt kann ich hier einfach weiter, was ja egal ist, weil im nächsten Raum, also wenn ich den Raum verlasse, sind sie ja eh wieder reaktiviert. Hi! Die Kammern links und rechts sind voller Dunkelheit. Benutze deine Macht und gib uns das Licht. Alles klar. Links oder rechts? Hm. Die Entscheidungen sind so schwierig. Ich gehe dieses Mal rechts lang. Das ist, glaube ich, irrelevant, wenn ich das nicht zuerst mache. Oh nein. So dagegen gerannt aus Frust. Oh Gott. Ja, schon mal zu beiden dran, oder? Jo. Kann ja nicht so falsch sein. Kann natürlich schon falsch sein, aber. War's, glaube ich, auch. So. So. Und dann hier hoch. Und wenn ich ihn hier ranschiebe, komme ich nicht mehr ran. Außer ich mach. Hm. Oh! Jetzt hätte ich es nochmal wegschieben müssen. Hey! Wir haben ein Rätsel auf Anhieb gelöst! Meine Güte, das gibt's ja nicht. Dann wollen wir doch das nächste Mal sehen, ob ich es genauso gut schaffe hier drüben. Vielen Dank fürs Zusehen! Wenn es euch bisher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Alundra.
Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago und ich sag noch einmal, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Würfel zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.